Ja, schönen guten Mendel, Leute. Ich bin's wieder, euer Arni. Meine lieben Freunde, was ist passiert? Er ist wieder zurück. Ne? Ja, man sieht es im Thumbnail. So ungefähr könnt ihr euch vorstellen, es ist abgelaufen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt. Kleiner Spoiler. Lull. Ja, meine lieben Freunde. Er hat wieder gestreamt. Damit hat er diese Woche, naja, ein Video weniger als ich rausgehauen, aber dafür noch ein Stream. Wird er, glaube ich, auch gemacht. Aber er ist weg und ich übertreibe. Ne? Klare Sache. Ja, ich mach mal hier Ding. So. Der ist doch viel schöner. Der alte Dreh-Ani. Leute, es ist kurz nach 11. Datum mit der Uhrzeit. Der Stream ist ja vor ein paar Minuten zu Ende gegangen. Ich habe mir erst überlegt, ach komm, Kacke, gehst ins Bett. Machst du morgen, aber ich habe morgen halt wirklich super wenig Zeit, ja? Und ey, was soll ich machen? Ich weiß, ihr wollt es sehen. Und ihr wollt es kommentiert haben. Und was macht der Arni dann? Er macht das, was ihr wollt. Weil ich euch liebe. Deswegen. Also wird der Arne sich hier hinsetzen jetzt und wird sich den Stream nochmal anschauen. Wir schauen das Ganze bei den Anti-Mobbing-Guys, bei dem lieben Inge. Der Link ist selbstverständlich in der Videobeschreibung. Ich weiß, ich habe ein paar Mal vergessen. Ich hoffe, ich nehme mich wieder. Ihr müsst verzeihen. Ich hoffe, ihr verzeiht. Manchmal nehme ich so alte Videos und nehme ich einfach die Details davon wiederverwenden. Und dann ist oft noch die alte Beschreibung drin, die ich einfach noch nicht geändert habe, weil ich ein Dulli bin. Ich werde versuchen, darauf zu achten. Aber normalerweise sollte Inge immer in der Videobeschreibung sein. Ich hoffe, ihr habt da ein Abo gelassen. Falls nicht, könnt ihr jetzt pausieren. Geht zum lieben Inge, lasst da ein Abo. Und falls ihr keine Lust auf mein Geschwafel habt während des Streams, dann könnt ihr das ganze Ding auch beim Inge unkommentiert schauen. Absoluter Ehrenmann. Grüße und Liebe gehen raus. Ups. Ja, und weil es schon spät ist und weil dieser Stream Lecco Mio 50 Minuten geht, legen wir jetzt auch los. Abfahrt. Grund, bin in der Gemeinde gewesen in Neustadt. Kleine Hintergrundgeschichte. Reini ist da gerade Aveng ohne Obdach. Ich weiß, es ist fies, aber es ist auch ein bisschen schön irgendwie. Und ja, jetzt setzt er sich da auf eine Bank und macht Aveng Mimimi. Bin im Landratsamt gewesen in Neustadt, war beim Jobcenter in Neustadt, bin wieder zum Landratsamt zurück und die hatten mich dann kurz nach 12 zurückgeschickt zur Gemeinde. Das war 12 Uhr mittags, ja. Es war da jetzt, wie spät war es denn? Kurz nach dem Deutschlandspiel, ne? Ja. Und er ist immer noch am Schwitzen. Es waren jetzt irgendwie so 7-8 Stunden her und ja, läuft bei ihm. Ist auch ein sehr fitter Mensch. Lull. Die natürlich am Freitag dicht ist. Ja, was soll man jetzt dazu sagen? Also Fakt ist jetzt, ich schütze mir gerade den Arsch ab. Ich war jetzt zuletzt bei Polizei gerade eben. Ich würde sagen, die können mir auch nicht helfen. Tja, Rainer, weißt du, da habe ich heute Mittag, also für euch gestern, ein Video zugemacht. Wo du immer Klingelstreich da gespielt hast. Das werden die noch wissen. Ne? Das sind Leute, die dich angezeigt haben. Leute, die du beleidigt hast. Die sollen jetzt helfen. Ja, da haben die bestimmt richtig Bock drauf. Ja. Fakt ist, ich werde wohl heute nach draußen pendeln. Gemeinde, Landratsamt, Jobcenter, Polizei.
Was hat denn das Jobcenter mit deiner Bude zu tun? Sorry. Keinerlei Hilfe, keinerlei Unterstützung, keinerlei Möglichkeiten. Ja, wenn du zum Jobcenter gehst, musst du dich auch arbeitssuchend melden, das weißt du, ne? War jetzt, wie gesagt, in einem Hotel. Das Allee Hotel ist eigentlich ein super Hotel gewesen, aber die Hater mussten natürlich auf dieses Hotel losgehen, obwohl ich da. Ich habe nicht einmal mitbekommen, dass die auf das Hotel losgegangen sind. Das ist das. Woher weißt du es denn dann? Oder ist das nur reine Spekulation? Interessante an der Sache. Wo sitzt der da eigentlich? Ist das ein Bauzaun im Hintergrund oder sitzt der da in so einem Bushäuschen? Ich dachte gerade eben die ganze Zeit im Stream bei Inge. Wie gesagt, ich habe da nicht geschaut. Der sitzt in so einem Bushäuschen. Das sieht aus wie ein Bauzaun, hä? Mitbekommen habe, ist, dass das Hotel, ich war 4 Tage in diesem Hotel und die haben gesagt, ja, pass mal auf, bei diesen 4 Tagen im Hotel, du, also dann habe ich dann noch irgendwann ein anderes Mal angerufen und wollte dann noch mal ein paar Tage unterkommen und dann hieß es, ja, ich komme da auch nicht unter, weil. Vielleicht, weil du so ein freundlicher Mensch bist, Rainer. Vielleicht, weil die dich 4 Tage ertragen haben und dann haben sie gesagt, weißt du, eigentlich eher nicht so. Eher, nee. Nee. Ja, die sind einfach. Sorry, ich hatte nach dem Stream. Ich hab echt gute Laune, muss ich ganz ehrlich zugeben. Einfach der Meinung, ich soll da nicht mehr kommen. So. Mehr wurde mir gar nicht gesagt. Ich gehe jetzt inzwischen davon aus, dass die Hater da wieder Stress gemacht haben, ob. Ah, du gehst einfach mal davon aus. Das kann ja nicht an dir liegen, hä? Das kann es ja nicht sein, hä? Vielleicht, dass du auf der Straße rumgewongelt bist durch den Dreck und so, da vielleicht riechst du eine Urinforelle. Vielleicht. Grüße gehen raus an Jack. Den habe ich mir von ihm geliehen. Daran kann es ja nicht gelegen haben, nein? Schwierig. Obwohl ich das überhaupt nicht mitbekommen habe, dass sie da wohl irgendwie Leute angerufen haben, Stress gemacht haben, da wieder dann da. Rainer, das ist alles nur deine Vermutung. Das hast du nicht mitbekommen. Alle gemacht haben, keine Ahnung. Und Ich finde gerade einen Kommentar sehr schön. Schlaf doch in der Schanzenscheune. Bringt dir nicht auf solche Ideen, Leute. ja, es ist jetzt ein Fakt, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wo ich heute Nacht schlafen soll. Ich weiß nicht, wen ich ansprechen soll. Die Gemeinde schiebt mich weg, das Landratsamt schiebt mich weg, die Gemeinde Emskirchen schiebt mich weg. Das Hotel schickt dich weg. Jeder will irgendwie mich nirgendwo unterbringen, aber jeder will irgendwie Schuld auf andere schieben. Ja, das ist ja was, was Rainer gar nicht macht, ne? Also, nicht, dass er es jetzt vor 20 Sekunden gemacht hätte. Mit ich vermute mal, es waren wieder die bösen Wolde-Hates, ja, den Namen spreche ich nicht aus. Ich vermute mal, das war einfach so und damit ist das so. Damit ist es in Stein gemeißelt. Damit steht es sozusagen in Magnetbuchstaben am Kühlschrank. Und wir wissen alle, was am Kühlschrank steht, ist Gesetz. Wie es halt schon immer der Fall war, ne? Also man schiebt ja immer gerne die Schuld auf andere. Ich Vor allen Dingen unser Reini. habe immer die Schuld auf mich genommen, was ich. Du. Ruhig, Ani. Sonst muss das Ding auf die Cloud. Ich selbst angestellt habe, die Videos und die Streams und auch meine Aussagen, für die ich mich auch mehrfach entschuldigt habe. Leute, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich habe mittlerweile jedes Video und jeden Stream von ihm gesehen. Ich habe das nie mitbekommen. Komisch. Es muss dieses eine Video gewesen sein, das ich nicht gesehen habe. Dass er gesagt hat, Leute, das da tut mir leid, das da tut mir leid und das da tut mir leid. Dass er das wirklich aufgezählt und gesagt hat, es tut ihm leid. Also genau dieses eine Video muss ich verpasst haben. Merkwürdig. Das ist schon ein Zufall. Er hat dann gesagt, ja und sorry. So, nee, Rainer, das reicht nicht. Sorry. Lel. Aber das, was die Hater abziehen und das, was die Polizei und die Gemeinde, das Landratsamt abzieht, ist echt unter aller Kanone. Das kann
Schnell mal hingeguckt, kommt da vielleicht gerade einer raus und hört mich? Er sitzt da gerade vor der Wache, ne? Dieser versichernde Blick erst. Kommt da einer, guckt einer, hört einer, was ich sage? Kann man ihn anders echt nicht ausdrücken? Doch, könnte man, wenn man wollte. Schwitzt mir gerade auch noch den Arsch ab. Auch sehr schön, diese Dinger. Macht er das oder ist das der Chat, der das macht? Übrigens hier, Gerlexius hat wieder, den Arnidegger und den Ofi und den Henk begrüßt hier bei Rainer im Chat. Ach, es ist einfach schön. Es ist wunderschön, seinen Chat zu lesen. Und wir bekommen da Liebe und bei ihm eher nicht so. Dankeschön, Leute. Ganz viel Liebe an euch. Ich liebe euch wirklich. Weil ich jetzt da wieder übelst rumgeeiert bin. Und weiß beim besten Willen nicht, was ich jetzt machen soll. Jo, Rainer, leg dich hin, mach die Augen zu. Unterbringung ist nicht gegeben. Jobcenter, Gemeinde, Landratsamt, völlig egal. Kleiner Tipp vom Ani, leg dich doch unter die Bank. Ich habe jetzt lange Zeit auch mich auf YouTube und auf TikTok und auf Instagram und überall eigentlich ruhig verhalten. Reini, du hast diese Woche fast mehr Videos rausgehauen als ich. Du hast dich ruhig verhalten. Ich glaube, wir haben da einfach verschiedene Vorstellungen so. Kann ja sein. Es waren 4 Videos und ein Stream. Und es ist erst Freitag, ja? Just saying. Weil es einfach so ist, dass ich das einfach nicht gut finde, wenn ich mich darüber aufrege, wenn ich darüber diskutiere, wenn ich darüber rumschreie. Ja, dann lass es doch. Mach aus und mach Hayabubu. Ist letzten Endes eigentlich auch Letzten Endes! Woo! Grüße gehen raus an Hicks, an Quaffi, an Franz Bauer, an Süßmulle, an alle. Lieb. Produktiv sollte man meinen, weil es letzten Endes ja nur dafür sorgt. Letzten Endes! Woo! Hey, hey! Wer nicht hüpft, der ist kein Hater. Hey! Wer nicht hüpft, der ist kein Hater. Dass es noch mehr Stress und noch mehr Probleme gibt. Aber Fakt ist, die Gemeinde und das Landratsamt, ich habe aktuell... Ohne Spaß, wer ist jetzt gehüpft? Wenigstens so mit dem Kopf. So mitgemacht. Schreibt's rein. Aktuell wieder ein bisschen Geld. Woher, spielt keine Rolle. Oh, Rainer, wieder ein bisschen Geld. Ich habe ja schon mal gesagt, ich wollte dieses Video eigentlich recht kurz halten. Ja, ich dachte, ey, das sind 50 Minuten. Bruder, das schaffst du nicht unter 2 Stunden. Du wolltest eigentlich früh ins Bett. Aber es fängt gut an. Er hat jetzt wieder ein bisschen Geld. Ich habe ja schon mal gesagt, dass Reini nicht mit Geld umgehen kann. Ich habe auch schon mal dieses Gleichnis. Ich habe mal mit Troll gequatscht die letzten Tage. Troll hat ja auch, hat er bei uns im Stream schon mal zugegeben. Oder ist zugegeben, hat er mal drüber berichtet, dass er auch schon mal auf der Platte gelebt hat. Dass er auf der Straße gelebt hat schon mal. Und er sagte, man kann damit wenig Geld auch ganz gut leben. Ganz gut. Kann man jetzt nehmen, wie man will. Ne? Aber es ist bei Reini so, wenn der 5 Euro in der Tasche hat, dann geht er nicht los und holt sich zwei Pakete Toast, 2 Pakete Salami und ein bisschen was zu trinken. Nein. Reini geht los und holt sich für 4,99 Euro einen Döner. Ja, das ist das Problem bei Reini. Reini hat aber ein Geld, also muss ein Tattoo für 300, 400 Euro rankommen. Das ist gerade wichtig, ne? Er hat keine Obdach. Er sitzt da gerade auf einer Parkbank. Aber das Tattoo, das ist da. Das ist wichtig. Das sind so Sachen, ist ja, wenn man sagen kann, ey, das hat er nicht verdient. Ey, allein durch solche Aktionen, das ist halt eigene Dummheit so. Weißt du, was willst du anderes sagen? Aber Fakt ist auf jeden Fall, also woher es kommt, spielt eine Rolle fürs Landratsamt, fürs Jobcenter und so weiter, und die wissen... Rainer, wenn du ein wenig Geld hast und du weißt, du kriegst da kein Hotel, dann nimm doch Noni in der Hand, fahr quer durch Deutschland, Rainer, in das abgelegenste Kaff
wo die wirklich kein Internet oder so haben, ja? Und geh da einfach zu einer Gaststätte, die irgendwie von einem älteren Pärchen betrieben wird, die dich nicht kennen. Bimmel da und sag, du hättest gern Zimmer. Die sind in Gaststätten meist auch viel billiger. Auch was Sache ist, aber Fakt ist, ich habe jetzt aktuell ein bisschen Kohle, aber ich kann nichts damit anfangen. Könntest du, wenn du für zwei Pfennig nachdenken würdest. Ja? So ein Tattoo einfach mal so in der Prioritätenliste nach hinten setzen und dich um Obdach kümmern. Das würde Sinn machen. Geld ist bei mir nicht das Problem aktuell. Ich könnte unterkommen in einem Hotel oder in einem Restaurant oder im Wirtshaus oder sonst irgendwas. Ja, gerade in einem Wirtshaus, wie gesagt. Nur fahr halt weiter weg. Fahr rüber nach Bratwurst-Würzenberg oder so. In irgendein kleines Kaff. Irgendein kleines Dörfchen. Da gibt's wunderschöne Gaststätten. Und die sind nicht teuer. Wenn ich halt auch irgendwo aufgenommen werden würde. Ich habe jetzt mehrere Hotels angerufen. In Bad Windsheim bin ich von A nach B durch mittlerweile, weil ich... Ja, Rainer, du hast auch die Hotels alle schon angerufen, aus denen du überall schon mal rausgeflogen bist. Du bleibst ja immer da in dieser Ecke, weil du da nicht wegkommst. Ja, eben nirgendwo mehr aufgenommen werde. Ich werde auch nirgendwo mehr... Ich werde auch sonst nirgendwo mehr akzeptiert, so. Tja, und zu was? Richtig. Die Gemeinde meint, sie müsste mich aus dem Landkreis verdrängen, also das Landratsamt. Ja. Komisch, mir noch nicht passiert. Wie sieht das bei euch so aus? Ich stehe jetzt hier, sitze hier ein paar Meter neben der Polizei. Also die Polizei ist da. Ja, das ist die Polizei. Der blaue Balken da. Ja. Und ansonsten habe ich jetzt keine Unterkunft mehr. Keine Unterkunftsmöglichkeit. Ist ja nicht schlimm, dafür hast du ein Tattoo. Ja. Die Hater werden sich natürlich in den Arsch ablachen. Da kannst du aber getrostvoll ausgehen. Weil das natürlich wieder genau das ist, was sie wollten. Ich sitze immer noch hier. Ich werde mich nach wie vor nicht unterkriegen lassen. Ich werde nach wie vor nicht untergehen. Aber wenn man das mal realistisch betrachtet und den ganzen Scheiß mal realistisch sieht, was soll man dazu noch groß sagen? Also was soll man mit dem ganzen Scheiß noch anfangen? Was soll man dazu sagen? Ich würde sagen, Hashtag besiegt. Fragt gerade jemand, auch dieser Galaxius wieder hier, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Polizei auf Madeira, sehr schön, liebe ihn raus und nicht. Das ist eine Tatsache, dass ich keine Möglichkeiten mehr habe, in irgendeiner Form was zu unternehmen, ich habe keine... Was glaubt ihr, warum er jetzt gerade seinen Standpunkt liegt? Was glaubt ihr, warum er gerade sagt, ich sitze jetzt hier vor der Polizeistation direkt? Was glaubt er, was passieren wird? Glaubt ihr, hat die Hoffnung, übrigens hier, Isuf, Adi mit Herzchen, ganz viel Liebe an dich. Glaubt ihr, hat die Hoffnung, dass jetzt jemand sagt, ey, den hole ich jetzt ab, den nehme ich mit zu mir nach Hause? Oder was glaubt er, passiert jetzt? Will er den Nächsten da irgendwie mit reinreißen? Schwierig. Unterkommensmöglichkeit, ich habe keine Schlafmöglichkeiten. Doch klar, du hast so eine bequeme Bank. Es wird kalt, es ist der Winter gekommen. Naja, sagen wir mal ganz ehrlich, Reini, genug Schutzschicht hast du schon, ne? Jetzt auch noch, Fakt ist ja auch, wenn ich jetzt noch krank werde, aufgrund von unterlassener Hilfeleistung oder sonst was, weil ich halt nicht... Aufgrund von unterlassener Hilfeleistung. Sorry, Leute. Oh, sorry, Leute, ich muss kurz hier... Der hat mich nochmal hart erwischt jetzt gerade. Er kümmert sich um ein Tattoo, nicht um sein Obdach, und dann ist es unterlassene Hilfeleistung, weil die keine Überstunden am Freitag machen. Junge, diese Logik. Ist ja der Hammer. Wunderschön. Irgendwo unterkommen.
ja, dann geht's auch noch richtig ab. Aber Geld für... Ja, dann rufst du wieder einen Krankenwagen, dann ist gut. Ein Tattoo. Ich habe gerade wortwörtlich gesagt, dass ich Geld habe. Ja, ich habe ein Tattoo mir machen lassen, weil ich eben gerade Geld habe. Und ja, Rainer, aber anstatt dieses Geld zu sparen... Rainer, du siehst doch, in welcher Situation du gerade bist. Luise, 24, Grüße an Ani, Grüße zurück, Liebe. Du siehst doch, in welcher Situation du gerade bist. Du wirst doch wissen, dass, wenn auch nicht diese Woche und nicht nächste Woche, aber danach die Woche, Rainer, werden die Kohlen wieder eng. Bruder, jetzt mal ohne, ich hab gerade ein bisschen Geld. Ja, lass mir ein Tattoo stechen. Ja, genau das. Das würde jeder vernünftige Mensch tun. Macht Sinn. Das sehe ich total ein. Junge. Und, habe ich mich tätowieren lassen. Und? Wo ist das Problem? Sehe ich nicht. Siehst du nicht? Dann schau dich mal um. Wenn du jetzt das Problem immer noch nicht siehst, dass du nachts da auf einer Bank sitzt und kein Obdach hast, dann, wenn du jetzt das Problem noch nicht siehst, dann wirst du es auch nicht mehr sehen. Das Problem ist nicht das Geld, das habe ich gerade wortwörtlich erklärt. Das Problem ist, dass ich nirgendwo unterkomme, obwohl ich... Ja, Rainer, das Problem ist der Ort, an dem du gerade bist. Du musst an einen anderen Ort. ...ich Geld habe. Und das ist genau der Punkt. Ich kann mir keine Unterkunft holen, weil ich sie nicht, weil ich sie mir nicht leisten kann, sondern weil ich sie nicht bekomme. Das Geile ist, ich habe jetzt in einer Nachtunterkunft, wo man mit Kreditkarte bezahlt, habe ich jetzt eine Unterkunft gekriegt. Vorhin. Da haben mich ein paar Vollidioten gesehen. Die er provoziert aber nicht, ne? Das ist ganz klar. Mich wieder belästigt haben, mich wieder angegriffen haben, mich wieder gefilmt haben. Ja, ihn zu filmen ist ihn angreifen. Versteht ihr? Dazu kommt übrigens bei Gelegenheit auch noch was Neues dann für euch. Da habe ich was vorbereitet oder bereite was vor. Und das wird auch noch ein interessantes Ding. Ja, es ist im Moment so, dass ich eine Straftat nach der anderen angekreidet bekomme, obwohl ich gar nichts mache. Es ist das. Ja, Rainer, da war das Gericht aber anderer Meinung. Gleiches Spiel wie immer, nur ohne Haus. Ich muss dazu sagen, lustigerweise... Wie, er kriegt jetzt gerade auch noch Straftaten angehalten? Oh, Bruder. Nice. Ja? Da könntest du ja bald doch ins Hotel 4 gehen. Ab ins Camp Knacki. Ist es, obwohl ich jetzt eigentlich keine Unterkunft in diesem Sinne habe, ist es trotzdem entspannter als vorher. Na dann entspann dich, leg die Füße hoch. Ist alles gut. Weil ich trotzdem nach wie vor in der Situation bin, dass ich einfach entspannt irgendwo leben kann und entspannt einfach irgendwo rumeiern kann. Das Einzige... Du kannst doch auch entspannt auf der Bank sitzen. Was beschwerst du dich denn? Was ich nicht kann, ist, mich irgendwo hin zurückzuziehen, wo ich schlafen kann, sanitäre Einrichtungen nutzen kann und so weiter. Tja. Da wird's problematisch mit Kackduschen. Ja. Was soll ich jetzt sagen? Also es ist wie jedes Mal. Es ist immer dasselbe. Hauptsache, jeder schiebt es auf jemand anderen. Die Polizei schickt mich zum Landratsamt und zur Gemeinde. Da kann ich aber nichts machen, weil Landratsamt und Gemeinde natürlich um die Uhrzeit zu sind. Ja, das ist ja wohl eine Frechheit. Das Geilste und das Unverschämteste von den Personen ist dann übrigens noch die Aussage, ja, da muss man sich halt früher drum kümmern. Ganz genau, Reini. Nicht um Tattoo, sondern nur Unterkunft. Ich war in einem Hotel, was mir vom Landratsamt empfohlen wurde. Und ich bin, Hat er jetzt die Softbox dann gemacht? Oder? Er ist aber auch ein wunderschöner Mensch, ne? Das kann man nicht anders sagen. Und jetzt sehe ich, er sitzt an einem Bauzaun. Das ist kein, ich dachte, es wäre so ein Bushäuschen. Habe ich mich vertut. Bei der Gemeinde gewesen und ich war beim Landratsamt und ich war beim Jobcenter und wieder beim Landratsamt und zurück zur Gemeinde. Und das alles innerhalb von der Zeit, wo das mir vorgegeben wurde. Er hat es einen Tag vorher gemacht. Aber egal. Ja. Und Rainer, du lebst gerade auf der Straße, nimm die Finger aus dem Mund. Ganz ehrlich jetzt. Ne? Das ist ja jetzt nicht so das Cleverste. Was soll man dazu jetzt noch sagen? Es ist, wie gesagt, das Hauptproblem einfach, dass jeder woanders hinschickt. Die Landratsamt spricht zur Gemeinde, die Gemeinde zurück zum Landratsamt.
Das liegt jetzt gerade nicht an mir. Mal wieder den Finger auf dem Mikro. Ja. Richtiger Profi halt, ne? Zum Jobcenter und wieder zurück zur Gemeinde. Es ist ein endloser Kreis. Ja. Falls ihr es nicht gehört habt, der einfach nur mal das Gleiche wiederholt. Die schicken einen von da nach da, von da nach da. Muss doch den Passagier schon A38 haben. Ja, wir wissen es. Und, was sollen wir da ernsthaft machen, weil... Ja, hier auch zum Beispiel. Es ist nach wie vor das Gleiche, wisst ihr? Es sind jetzt Leute hier gerade, die hier rumschreien und belästigen und Ja, Rainer, da sind auch Leute im Chat, die schreiben, nimm den Finger vom Mikro. Grüße an Arnold Egger, sagt JP26491. Ja, Grüße zurück, Liebe. Beleidigen und schon wieder nur am Rumhaten sind. Ja, ihr habt immer noch keine Ehre, ihr habt immer noch keinen Respekt. Ja, ihr habt alles von mir und ich... Jetzt hat es geschafft. Mudi 1706, Ani mit Herzchen, Herzchen zurück, Liebe. Ich hab immer noch mehr als ihr. Zumindest. Rainer, du hast immer noch mehr als wir. Ich gehe jetzt gleich in mein warmes Bett. Und du so? Als die Hater. Ja? Ihr habt alles von mir bekommen. Ihr habt mein Haus, ihr habt mein Grundstück, ihr habt meine. Wir haben das bekommen. Ja, dann aber mal los. Ich muss zugeben, ich habe wirklich einen Stein hier. Ich habe wirklich einen Teil vom Haus bekommen. Mein Leben, meine komplette Existenz. Und bin ich immer noch hier. Ich stehe immer noch aufrecht. Ich stehe immer noch. Nein, Rainer, du sitzt auf einer Bank, auf der du wahrscheinlich auch schlafen wirst. Auch hier und zieh mein Ding weiter durch. Warum? Weil ich besser bin als das. Weil ich das immer besser war. Und hier sieht man wieder überhaupt keine Einsicht. Nicht mal ein bisschen. Dieses ganze Verhalten, ja, so nur beleidigen von vorne nach hinten und sagen, du bist schuld an deiner eigenen Situation. Exakto mundo, und das ist auch keine Beleidigung. Ne, das ist keine Beleidigung. Was habe ich denn getan? Och, Rainer, wie viel Zeit hast du denn? Ich sage es zum milliardensten Mal, ich habe Videos und Streams im Internet gesagt, ich habe meine Meinung geäußert, ich äußere auch jetzt meine Meinung. Ja, mache ich auch. Ich beleidige, ja, wahrscheinlich, weil ich die Hater beleidige, weil es einfach Idioten sind. Glückwunsch. Ich provoziere mit Sicherheit auch, ja. Aber jeder von euch, der diese Provokationen im Internet realisiert und wahrnimmt und auf sich dadurch wieder raushaut, ja, der ist selbst schuld daran, ja. Weil letzten Endes ist jedem, der hier zuschaut, freigestellt, rauszugehen aus dem Stream. Jeder von Das ist halbwegs richtig. Jedem ist es freigestellt, rauszugehen aus dem Stream und sich das nicht anzuhören. Das ist natürlich richtig irgendwo. Rainer, es ist dir aber auch freigestellt, sowas einfach nicht zu sagen. Ne? Das ist dir auch freigestellt. Dir ist es freigestellt, nicht zu beleidigen. Weißt du, ich mache meine Videos auch mittlerweile ohne zu beleidigen. Das geht. Ja, und mir macht es trotzdem Spaß. Man findet halt einen anderen Weg, so, weißt du. Das funktioniert. Weißt du, da steht dir völlig frei, sowas einfach nicht zu machen. Euch hat die Möglichkeit, den Stream auszumachen, umzuschalten, wegzugehen. Diese Möglichkeit hast du auch, Rainer. Aber das, was mit mir abgezogen wird, ist real. Das ist das reale Leben. Ich habe real keine Wohnung. Ich muss real draußen schlafen. Und trotzdem hast du real mehr als wir? Ich glaube nicht. Ich werde real von Menschen angegriffen. Ich habe reelle Wunden und Verletzungen und jetzt mittlerweile sind es Narben. Seien wir auch mal ehrlich, so 70% davon hast du dir selbst zugefügt, ne? Als du selbst durch den Stacheldraht gegriffen hast, als du auf den Zaun gehauen hast und so weiter. Das meiste hast du von dir selbst, ne? Als du gegen Scheiben, Wände und Türen gedroschen hast, in den Spiegel und so weiter. Das meiste hast du schon selbst angerichtet. Das sind keine Verletzungen mehr, es sind reelle Narben, die ich besitze. Narben, die ich habe, weil mich Menschen im realen Leben angegriffen haben. Menschen, denen man nicht aus dem Weg gehen kann. Anders. Doch, Rainer, du hättest nicht vor das Tor kommen müssen.
dass man meinen Sachen aus dem Weg gehen kann. Aber es ist ja immer meine Schuld. Es bin ja immer ich dafür verantwortlich, was hier abgeht. Ja? Ich bin dafür verantwortlich, wie andere Menschen sich verhalten. Ich bin dafür verantwortlich. Kann ich jetzt zweimal abkreuzen? Dann muss ich mit Franz reden. Ich höre hier nur mi. Wie es hier so läuft. Ich bin dafür verantwortlich, was da und da drüben so ist. Wie das gerade passt. Jetzt hat er sich selbst gewundert. Ja, die Cowboys haben damals auch draußen geschlafen am Lagerfeuer. Was denn das? Okay. Vielen Dank für die ganze Unterstützung übrigens. Unterstützung heißt das übrigens. Und das ist das, was ich meine. Das ist das, was ich sage. Seit Jahren sage ich das. Es ist jedes Mal das Gleiche. Ich weiß nicht, wo ich heute Nacht schlafen soll. Reini, aber ich dachte, dir geht's doch so gut. Weil jetzt einfach der ganze Scheiß hier rausgeballert wird. Die Polizei kann mir nicht helfen, die Gemeinde kann mir nicht helfen, das Landratsamt kann mir nicht helfen. Verdammt nochmal, wenn mir die Regierung und... Sei mal ganz ehrlich, sie könnten wahrscheinlich schon. Ne, aber sie hätten dich lieber... Sagen wir, sie hätten lieber eine gewisse Distanz zwischen dich und denen. Und die Gesetze nicht helfen. Wer hilft mir dann? Und genau das ist der Grund, warum ich angezeigt wurde wegen gefährlicher Körperverletzung. Könnten wir jetzt hier nicht dieses Ding von Rainer einspielen? Ja, wenn du am Boden liegst, sag nicht, der ist schuld oder der. Wisst ihr noch dieses Video im Regen? Ja? Steh selber wieder auf. Du schaffst das. Gib nicht anderen die Schuld. Ich höre hier nur mi. Die ganze Zeit. Und hier sagt gerade, Moment. Arenz Nox, kann das sein, dass es so ausgesprochen wird? Liebe an den Adi Degger, Liebe an dich. Sorry, ich lese mal zwischendurch seinen Chat mit hier, aber der ist sehr klein gerade bei mir. Verletzung, weil die Gesetze bei mir aus irgendeinem unerfindlichen Grund nicht gelten und weil die... Rainer, würden die Gesetze bei dir gelten, hättest du seit fast einem halben Jahr Obdach und hättest auch noch anderthalb Jahre Obdach. Wenn die Gesetze vernünftig bei dir gelten würden, aber... Da hat ja das Winklerglück geregelt. Die Gesetze bei mir nicht greifen. Und das haben sie nie. Ja, darüber beschweren wir uns ja auch die ganze Zeit. Das haben sie in der Zeit nicht, wo ich mein Haus hatte. Das haben sie in der Zeit nicht, wo ich mein Leben geführt habe. Das haben sie nie. Dann hast du erst dein Haus gehabt und dann dein Leben geführt? Ich frag für einen Freund. Die Gesetze greifen auf mich nicht, warum auch immer. Und das ist einfach traurig, weil letzten... Rainer, du sprichst mir aus der Seele. Das finde ich auch traurig. Endes, was soll ich noch machen? Ich sitze jetzt hier auf einer Bank in der Nähe von der Polizei, weiß nicht, wo ich heute Nacht schlafen soll, weiß nicht, wo ich hin soll, weiß nicht, was ich sagen soll, weiß nicht, was ich machen soll. Landratsamt redet sich raus, ja, wir sind nicht zuständig, weil sie Geld haben. Gemeinde redet sich raus, ja, wir sind nicht zuständig, weil sie kein Geld haben. Aber das Geld ist nicht das Problem. Ja, ich habe Geld. Ich habe Geld und das... Ah, schön. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich nirgendwo unterkomme, obwohl ich Geld habe. Und obdachlos ist man nicht nur, wenn man keine Wohnung hat, sondern obdachlos ist man dann, wenn man keine Wohnung bekommt. Junge, das wird doch wieder, das ist so ein Best-of von Rainer. Das kommt doch da wieder in der nächsten Compilation ist das mit drin. Obdachlos ist man nicht nur, wenn man keine Wohnung hat, obdachlos ist man auch, wenn man keine Wohnung bekommt. Junge, der könnte bei dem Habeck in die Lehre gehen. Bruder, ich glaube, der braucht noch einen. Junge! Ach, ist das schön. Ob ich jetzt Geld habe oder nicht, spielt in dem Fall keine Rolle. Ich hätte kein Problem damit, mit meiner Kohle, die ich habe, eine Wohnung zu zahlen. Ich hätte kein Problem damit, mit dem, was ich jetzt habe, mein Leben zu führen. Damit hätte ich kein Problem. Das wäre auch nie das Problem gewesen. Doch, Rainer, das war schon immer das Problem. Das haben wir dir damals gesagt. Das haben wir damals dem Vergangenheits-Rainer erzählt. Pass auf, wenn du solche Videos machst. Irgendwann gibt das mal Backfire. Aber für dich war das immer ein Problem von Zukunftsrainer. Ne? Also mit dem Vergangenheitsrainer ist der richtig auf dem Kriegsfuß. So. Aber was soll ich dazu sagen? Was soll ich machen? Wo soll ich hin? Weißt du? Ich brauche gar keine Anfragen stellen. Ich werde niemanden annehmen. So. Ja? Ich kann darauf verzichten, dass ich jetzt irgendjemanden in meinen Livestream einlade, der dann hier anfängt rumzublernen und Scheiße zu bauen.
Kann ich nachvollziehen. Wenn der Dienstkanal dann auch verliert, dann wird's irgendwann eng. Sich nochmal 90.000 Abos zu kaufen, irgendwann geht's auch ins Geld. Aber er hat ja genug. So. Aber gebt mir mal einen realen Menschen, der hier nicht immer so eine Scheiße abzieht, ja? Was meinst du jetzt gerade? Rainer, hast du jetzt noch... Weißt du noch, wie der Satz angefangen hat? Und du hast ihn jetzt so beendet? Weil letzten Endes ist es genau das Problem, was wir haben. Ja, unsere Gesellschaft ist einfach voll am Arsch. Nö. Weil der Großteil der Gesellschaft schläft jetzt gleich in einem bequemen Haierbett. Ne? Also, nee. Weil die Hater, was die Täter sind, die nicht nur mich... Die guten Hater-Dater. ...angreifen oder die Hotels oder die ganzen Firmen, mit denen ich zu tun hatte... Deiner Vermutung nach, hä? Nicht vergessen. ...angegriffen haben, sondern auch die Menschen, sondern die Hater sind auch die Täter, die mir körperlichen Schaden zufügen. Die Hater sind... Sagt der Mann, der wegen gefährlicher Körperverletzung vorbestraft ist. Just saying. Die Menschen, die der Polizei, der Gemeinde und den Landratsamt schaden oder den Landrat schaden. Nein, Reini, das bist du. Deswegen möchten sie dich ja nicht mehr haben. Verstehst du? Die Hater sind es, die die Straftaten ohne Ende begehen. Nö. Nö. Die Hater sind es, die eine Scheiße nach der anderen bauen. Die Hater sind es, die nicht auf dieser Bank sitzen und Mimimimimi machen. Ja. Und was ist? Ich bin es, der auf der Straße sitzt, obwohl ich nie in meinem Leben irgendwas gemacht habe. Junge, was hat er gerade gesagt? Er hat nie in seinem Leben irgendwas gemacht. Mhm. Hat sich aber schon ein paar Mal dafür entschuldigt, schon tausende Male. Für Sachen, die er noch nie in seinem Leben gemacht hat. Okay, okay, okay. Um das zu verdienen, ja? Doch. Finde ich schon. Es gibt... Eine kleine Abstimmung im Chat machen. Wer findet, er hat das verdient? Also, in den Kommentaren. Und nein, ich bin nicht rechtsradikal oder irgendwas und ich bin auch nicht fremdenfeindlich oder ausländerfeindlich. Ja, weißt du, du hast damals einem osmanischen Bruder gesagt, er soll zurück in seinen Dönerladen gehen. Das fand ich ekelhaft. Und wenn du jetzt so kommst, Reini, ja, und wenn du dieses ich bin das nicht, und wenn dann ein Aber kommt, dann wird's schwierig. Aber wir haben... Aber? Na klar. Menschen, Flüchtlinge, die Unterkünfte kriegen. Howdy. Du bist doch auch ein Flüchtling. Aus der Wüste. Howdy. Aus Amerika. Wir haben nicht nur die Flüchtlinge, sondern auch Auswanderer oder Einwanderer und so weiter. Alle kriegen Unterstützung so. Und ich, der mein Leben lang hier gelebt hat... Also Reini, ganz ehrlich, ich bekomme hier auch keine Unterstützung. Ich bin auch ein Auswanderer. Ich muss auch für meine Kohlen arbeiten. Der, keine Ahnung, was soll ich dazu noch sagen? Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin nicht fremdenfeindlich und auch die Menschen brauchen Hilfe. Was ist zum Beispiel der Grund, wenn wir jetzt mal schon dabei sind bei dem Thema? Was? Ich weiß gerade nicht, ob ich dieses Thema hören möchte von ihm, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber hey. Was ist der Grund dafür? Ihr braucht keine Anfragen stellen, ich werde nichts annehmen. Was? Ja, Reini, aber die stellen ja nur Anfragen, damit du wieder sagst, die brauchen keine Anfragen stellen. Die wollen ja gar nicht wirklich rein zu dir. Was ist der Grund dafür, dass ich nicht in irgendein Obdachlosenheim gehe? Weil du das nicht möchtest, weil es unter deiner Würde ist. Deiner Meinung nach. Weil du noch nicht weißt, wo dein Platz ist. Weil du selber noch nicht erkennst, wo du angekommen bist. Obwohl du da nachts alleine auf einer Bank sitzt, erkennst du immer noch nicht das Problem. Das hatten wir vorhin schon mal geklärt. Stolz. Ja, er hat wieder den Finger auf dem Mikro. Man hört kein Wort. Wo andere nämlich
natürlich, weil ich ja nicht psychisch krank bin. Wie es bei anderen Leuten passieren kann, dass der Finger auf dem Mikro landet, man kurze Zeit nichts hört. Wie es bei ihm einfach umgedreht ist, dass der Finger die ganze Zeit auf dem Mikro ist und man nur durch Zufall kurz was hört. Wahnsinn. Richtiger Profi-Streamer. Ich kann nicht mal hören, was er sagt, aber ich gehe mal davon aus, er beschwert sich gerade über den Chat, dass sie ihn trollen wollen. Weil die sagen keinen Ton. Ja? Wenn ich bei einem Jobcenter bin oder wenn ich bei einer Unterkunft unterkomme, ja, dann würden die als allererstes natürlich hergehen und diese Unterkunft angreifen. Dann würden die als allererstes da mit 1000 Leuten vor der Tür stehen. Mit 1000 Leuten vor der Tür? Ist das Obdachlosenfest oder was nach dem Schanzenfest? Was ein Blödsinn. Und dann die ganzen Leute, die da auch noch unterkommen, auch noch mitbelästigen. Das ist das, was ich die ganze Zeit sage. Die Hater verstehen das nicht. Das heißt immer so, ja, du bist der Dumme, du bist das Arschloch, du bist der Huren. Reini, müssen denn solche Wörter sein? Also ganz ehrlich. So, und du bist der Dreck. Das ist bei Reini normal, ne? Exakt. Du bist der Wichser. Normal, also absolut normal bei ihm im Wortschatz. Sowas die ganze Zeit rauszuhauen. Und keine Ahnung, was noch alles. Aber was habe ich denn getan? Ich habe meine Videos... Wie gesagt, wie viel Zeit hast du, Reini? Ja, das kann ich nicht in zwei, drei Sätzen zusammenfassen. Videos und meine Streams gesagt. Ich habe mein gottverdammtes Recht, was ich in Deutschland habe, genutzt, meine Meinung zu äußern. Meine freie Meinung zu äußern. Ja, hat mein Bruder auch mal versucht. Hat nicht funktioniert. Und... Das sage ich euch seit 8 Jahren. Ich äußere im Internet meine Meinung. Ja, ich beleidige. Das ist definitiv eine Scheiße, so. Ja, es ist definitiv. Besteht ja auch frei, das zu lassen, ne? Und das ist definitiv neben der Spur und sollte ich ändern, auf jeden Fall. Ja, steht dir frei. Solltest du ändern, hast du bis jetzt noch nicht geschafft. Nicht mal in diesem Stream hier. Aber mal abgesehen davon, dass ich beleidige und auch nur die Leute beleidige, die mich attackieren, die Leute, die ganze Nein, nein, du beleidigst doch die Leute, bei denen du dich einfach verliest. Die ganze Zeit Scheiße bauen, die Leute, die sich wirklich wie Scheiße benehmen, ist es immer noch eine Tatsache, dass ich trotzdem alles, was ich mache, im Internet mache. Jeder von euch ist in der Lage, ein- und auszuschalten und sein Leben... Wie gesagt, du bist auch in der Lage, das zu lassen. ...Leben anders zu führen, wenn er nicht möchte. Jeder kann einfach woanders zuschauen, kann andere Streamer verfolgen, kann andere Videos machen, kann andere Sachen machen. Ja, aber genauso wie wir haben wir ein Recht auf unsere Meinung und ich mache zum Beispiel das hier. Ne? Und wenn sich andere Leute dann im Chat dazu äußern und du dich dadurch provoziert fühlst, dann du kannst das auch einfach lassen. Aber ich, der hier einfach sitzt, ich... Ja, jetzt ist er nur der da einfach sitzt. Alles andere, was in den letzten 10 Jahren passiert ist, ist alles vergessen für Reini. Für noch ein paar andere Dullis, ja? Für Reini aber ganz, ganz bestimmt. Weil Reini ist ja. Für Reini ist nur eine Person wichtig, das ist Reini. So, Reini sitzt da, also ist die Gesellschaft am Arsch. Ganz einfach. Für Reini ist das so. Junge, 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 das kannst du nicht ausdenken. Ich sitze hier jetzt mitten im Dunkeln, einfach mitten am Arsch der Welt. Ja? Mehr ist hier nicht. Was soll ich dazu jetzt noch sagen und was soll ich noch machen? Wo soll ich hin? Was soll ich tun? Ich glaube wirklich, er versucht da jemanden zu finden, der sagt, Bruder, ich hol dich gleich ab. Der Ton ist weg. Der Ton ist wahrscheinlich nur mit dem Finger auf dem Mikro war. Ja, wahrscheinlich. Mein Fehler. Okay, jetzt bin ich Reini-Fan. Ich bin geläutert, ja? Reini hat zugegeben, es war sein Fehler. Jetzt kann ich nichts Schlimmes mehr über ihn sagen. Lell. Der Ton immer noch weg. Eigentlich. Leider nicht. Hier müsste der Ton wieder da sein. Ja. Ich weiß beim besten Willen nicht, was ich dazu sagen soll oder was ich machen soll. Ja, beste Voraussetzung, um einen Stream zu starten.
am Ende ist es einfach immer das Gleiche. Ich stehe hier und... Haben wir vorhin schon geklärt, du stehst nicht. Keine Ahnung. Es ist halt wirklich so, dass ich, als ich aus meinem Haus rausgegangen bin, wurde mir gesagt, kurz nachdem ich das Haus verkauft habe, nachdem ich den Vertrag unterschrieben habe, kam ein Brief bei mir an, ja, sie müssen eine MPU machen. Ja, und dieser Brief kam an, bevor er sich den Ranger gekauft hat. Das nächste Ding. Rainer hatte Geld, Geld muss weg. Easy. Ja, Geld da, Geld muss weg, das brennt in der Tasche. Ford Ranger. Der muss sein jetzt. Der ist es, der muss es jetzt sein. Und er kriegt einen Brief, dass er bald seinen Führerschein wahrscheinlich abgeben muss, denn seien wir mal ehrlich, da will ich jetzt auch Rainer keinen Vorwurf machen. Ja, ich glaube, wir hätten alle unsere Probleme, wenigstens das erste Mal bei einer MPU. Ich glaube, da hätten wir alle unsere Probleme, da einfach so durchzukommen, problemlos. Nicht nur Rainer. Das Ding ist dann aber, dass wenn wir wissen, oh, wir müssen bald zu einer MPU, jetzt könnte es schwierig werden, nächste halbe Jahr mit Auto fahren, wäre jetzt vielleicht ein neues Auto nicht die beste, nicht die sinnvollste Anschaffung. Ja? Da, so weit ist Rainer nicht gekommen. Da zu dem Zeitpunkt war ich im Umzugsstress und konnte die MPU nicht machen. Rainer, du hast jeden Tag gestreamt, stundenlang. Erzähl mir nicht, du konntest nicht zu einer MPU. Junge. Hab dann aber trotzdem mir einen Psychologen rausgesucht, der auch unter anderem für mich andere Sachen noch gemacht hatte, der auch die Zulassung hat. Der auch die Zulassung hat für das, der die Zulassung hat für die Unterkunft, Quatsch, für die MPU und so weiter. Dann wurde noch gesagt, ja, darf er machen und so weiter. Und was ist dann passiert? Dann hat das Landratsamt zwei Wochen, oder das Rainer, wenn du dann schriftlich hast, dass er es machen darf, darf er es machen. Du musst dir alles schriftlich geben lassen. Immer. Die Verkehrsbehörde dann zwei Wochen vor der Verhandlung gesagt, ja, sie müssen ihren Führerschein abgeben. Was, wieso? Ja, weil sie die MPU nicht vorgelegt haben. Ja, wieso? Reini, auch das ist nicht ganz richtig. Das kennen wir aus einem Discord-Mitschnitt vom Ehrenmann Diemen. Ja, der dich nachher noch gefragt hat, was ist jetzt eigentlich mit der MPU? Die musst du doch jetzt machen. Nö. Die haben mir jetzt nicht nochmal geschrieben, also gehe ich davon aus, dass der erste Brief nicht gültig ist. Das kannst du dir nicht ausdenken. Die schreiben ihm einen Brief. Hier, MPU ist am Start. Dann schreibt Rainer, den mache ich später. Es kommt keine Antwort zurück. Und Rainer denkt sich, ja, dann wird das wohl funktionieren. Alleine diesen Denkprozess, den kann ein normaler Mensch, glaube ich, gar nicht nachvollziehen. So in die MPU vorlegen. Die MPU war doch erst erst nach der Verhandlung angesetzt. Ja, sie müssen die abgeben und sie... Ja, wahrscheinlich nach der ersten Verhandlung, Reini. Nicht nach der zweiten. Da hast du was durcheinander gebracht. Kann passieren. Haben die nicht abgegeben und sie haben die nicht gemacht und jetzt müssen sie ihren Schein in zwei Wochen abgeben. Super, dankeschön fürs Gespräch. Ja, durch die Hater ist dann auch... Gut, das hat natürlich auch noch andere Probleme gehabt. Das hatte dann auch noch andere Probleme, aber ich habe dann Paranoia-Lord, lässt wieder grüßen hier. Letzten Endes natürlich auch die meine Verlobte ja verloren. Das hatte ja, wie gesagt, noch andere Gründe, aber das ist... Ja, weil du eine Drama-Queen bist, ne? Das war der Grund. Hast du uns ja beschrieben. Das ist auch so eine Scheiße. Ja, und jetzt sitze ich auf der Straße. Und das ist auch so eine Sache übrigens mit der Verhandlung noch. Mir wurde, ja, also passt auf, zunächst mal, das Haus zu verkaufen war meine Entscheidung, ganz klar. Seit wann das denn? Ich dachte, du wurdest mit Pauken und Trompeten, wurdest aus dem Dorf gejagt, hast du uns immer erzählt. Allerdings hatte diese Entscheidung verschiedene Gründe. Erstens, natürlich, klar, die Hater. Eine andere Entscheidung war... Ist an irgendwas nicht die Hater schuld? An irgendwas? Oder ein anderer Grund für die ganze Entscheidung? Ich find's auch schön, Verlobte, hahaha, hahaha, Verlobte, hahaha. Entscheidung war, dass ich mich schon seit Jahren da nicht mehr zu Hause gefühlt habe. Eigentlich schon seit mein Vater gestorben ist, nicht mehr. Reini, du fühlst dich da immer noch zu Hause, deswegen kommst du aus diesem Ort nicht weg. Reini, du könntest irgendwo neu anfangen. Irgendwo.
Aber nee, du willst ja da bleiben. So. Ein anderer Grund war, dass ich, als ich im April vor Gericht stand, wurde mir nahegelegt, entweder meinen YouTube-Kanal stillzulegen für etwa 2 Jahre oder an meiner Wohnsituation, also sprich das Haus verkaufen und woanders hinzuziehen, etwas zu ändern. Ja, und beides ist nicht passiert, sprich woanders hinzuziehen. Du bist nicht woanders hingezogen, du hast zwar dein Haus weggemettelt, bist dann aber trotzdem die ganze Zeit da geblieben. Ja, ich fahre runter nach Italien, so jetzt war ich 10 Minuten hier, jetzt fahre ich wieder nach Hause. Du hast ja nichts an deiner Wohnsituation, gut, du hattest die Chance nicht mehr, aber du hast ja nicht den Ort gewechselt und dein YouTube-Kanal hast du auch nicht eingestellt, bis er dir eingestellt wurde. So, da mir natürlich vollkommen bewusst... Und was macht er jetzt? Er sitzt schon wieder in diesem Dorf und streamt. Ich glaube, die meinten nicht nur YouTube, ich glaube, die meinen das ganze Internetverhalten. Ja, er sitzt da jetzt immer noch in diesem Kaff und streamt. Genau das sollte er nicht tun, haben sie ihm gesagt. Bewusst ist oder bewusst war. Da mir vollkommen bewusst war, wenn ich jetzt kurz an der Nase kratzen. Da mir vollkommen bewusst war, wenn ich jetzt den Job aufgebe, werde ich keine Kohle mehr verdienen. Ja. Dann werde ich auch. Ja, du hättest ja arbeiten gehen können. Das hat dem Reini aber so gar nicht geschmeckt. Auch definitiv. Dann werde ich auch definitiv keine Möglichkeit haben, mein Leben weiterzuführen. Dann werde ich mein Haus verlieren, weil ich keine Kohle habe, um das Haus zu zahlen. Keine Möglichkeiten, Strom zu haben, weil ich meinen Strom verkaufen werde. Du wirst deinen Strom verkaufen? Okay, straighter Plan. Quatsch, weil ich mein Haus verkaufe, weil ich keine Kohle mehr für den Strom haben werde und so weiter. Ja, es gibt dann so viele Probleme. Selbst geschaffen, ne? Nicht zu vergessen. Es ist ja nicht so gewesen, dass du immer fleißig oder brav deinen Strom gezahlt hast und die auf einmal kamen, so, es gibt jetzt hier eine Menge Schulden. Du hast ja von dir aus keinen Strom bezahlt. Da kannst du dich nicht jetzt über die Schulden beklagen. Rein, die Logik hinkt auch ein wenig. Alles, was er bis jetzt vorgetragen hat, ist selbst erarbeitet. Ja, ich habe hier Arbeiten, ihr könnt es nicht sehen, aber ich Gänsefüßchen gerade. Wieso ist der Strom weg? Der Ton kann eigentlich gar nicht weg sein. Im Strom hat er es aber, hä? Wieso ist der Strom weg? Der Ton kann nicht weg sein. Oh Mann, das Handy ist so riesig, ne? Voll das Monster, ey. Alter Falter. Ja, genau. Ja. Eine der geilsten Aktionen war, dass mir mein Computer und mein Tablet und andere Sachen... Sein PC-Computer. ...weggenommen wurden, einfach aufgrund der einfachen Tatsache, dass das einfach schlicht... dass das einfach die Polizei konfisziert hat aufgrund einer Aussage von Hatern. Was wieder völliger Bullshit war, weil die Hater natürlich das wieder absichtlich provoziert haben. Die haben gesagt, ich hätte da irgendwo Kinderpornografie. Nein, das ist nicht wahr, Rainer. Die haben diese Blog-Einträge, die du hattest, die haben die weitergeleitet an die Polizei und die hat sich dann gezwungen gesehen, sich das mal genauer anzuschauen. Und ich glaube, da kommt auch noch was auf dich zu. Viel und so weiter drauf, was natürlich vollkommen der Schwachsinn ist. Ja. Ich bin ganz ehrlich, das glaube ich auch nicht, dass er sowas da drauf hat. Ich hoffe, dass ich da richtig liege. Was soll man dazu jetzt noch sagen? Ich möchte auch an der Stelle noch kurz anmerken, dass ich in den letzten Wochen und Monaten definitiv nicht, inaktiv war. Ich habe definitiv Videos und Streams aufgenommen. Ja, Reini, das habe ich gewusst, ja, damit habe ich ganz stark gerechnet. Es gibt ein paar Dullis, die glauben, du bist jetzt weg aus dem Internet. Ich glaube das nicht.
Die meisten von uns, ich sag mal 99,5%, glauben das nicht. Aber es soll wohl Menschen geben, die glauben das. Ja? Tja. Also Streams jetzt nicht, natürlich, aber Videos habe ich aufgenommen, die ich aber letzten Endes nie veröffentlicht habe. Und was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Eigentlich von den ersten Tagen an, wo ich unterwegs war, habe ich mehr oder weniger jeden zweiten Tag oder was irgendwelche Aufnahmen gemacht, manchmal auch mehrfach am Tag. Und ich freue mich schon auf die Aufnahmen vom Gerberbesuch. Und ja, das über einen langen Zeitraum jetzt. Ein Hater steht auch schon wieder gegenüber, muss hier schon wieder Stress machen. Wahrscheinlich steht da irgendein Fußgänger. Es ist natürlich ein Hater, der Stress macht. Also ich höre nichts. Und so läuft das halt jetzt, ne? Muss ich nicht rausschneiden, man hat nichts gesehen. Da steht einfach jemand an der Kreuzung und wartet vielleicht auf irgendwen. Der guckt ja nicht mal zu ihm. Für Rainer ist das ein Hater, der Stress macht. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das Witzige ist, dass der jetzt ernsthaft glaubt, ich soll davon ausgehen, dass das jetzt Zufall ist, dass er genau da stehen bleibt. Also was für ein Zufall, dass zwei Menschen im gleichen Dorf stehen. Nee, Reinhard, okay, ich bin überzeugt, du hast recht. Wisst ihr, das ist genau das, was ich an Kindergarten meine. So, wenn du nicht die Eier hast, was zu sagen, dann lass es und geh weiter, ansonsten sag was. Einfach mal fremde Leute dumm anmachen. Nee, das ist das, was ich mit seinem Charakter meine, wenn er schon den Kindergartenvergleich zieht. Und tu nicht so, als wäre das jetzt Zufall, Alter. Ja, weil ganz im Ernst, das nimmt dir keine Sau der Welt ab. Ich würde es überhaupt nehmen. Ey, ganz ehrlich, das ist das, was ich meine. Und dann heißt es im Internet, dass ich die Leute anschrei. Ja, habe ich jetzt geschrien? Nö. Na, du hast schon lauter geredet, ne? Ich habe ganz normal geredet. Normal war das jetzt nicht, finde ich. Warum? Weil es auch gar keine Situation war, in der ich schreien musste. Ja? Entweder er hat die Eier herzukommen, im Livestream seine Meinung zu sagen, oder er hat es nicht. Dann soll er es aber auch bleiben lassen. Und letztes Mal war ich... Also er hat die Eier, oder wenn nicht, dann soll er es bleiben lassen. Ja, er lässt es doch bleiben, er bleibt doch da hinten stehen. Lass doch den Mann in Ruhe. Ich auch. Da war ich nicht an dieser Bank, sondern da weiter vorne ist noch eine. Rainer kommt richtig weit rum, du. Von der Bank da hinten zu der Bank hier jetzt. Boah. Mann von Welt, du. Ja? Da war ich an der Bank weiter vorne gesessen und viele im Internet haben sich wieder darüber belacht und beäumelt, dass einer von den Hatern, das war übrigens einer mit dem Forchheimer Kennzeichen, sein Kennzeichen habe ich, und der ist dann hergegangen und hat, jetzt wird es mir doch zu kalt, der ist dann hergegangen und hat mir, Na was nu? Nun komm zum Punkt. Der ist dann dahergekommen und ist mir den ganzen Tag gefolgt. Der hat mich an der ins Kirchen an der Rewe beim Bäcker gesehen. Der ist dann mir den ganzen Tag nachgefolgt, bis ich hier in Nürnberg, in Neustadt war. Ach, er war das. Ja, Grüße gehen raus. Bei der Polizei. Da ist er mir dann wieder gefolgt. Er ist dann zweimal oder dreimal an mir vorbeigefahren, ist dann mit dem Auto irgendwo, da hinten ist noch eine Straße, ist er dann hinter den Gebäuden gewesen. Da kommt man dann da vorne oder da hinten raus, auf einen von beiden Seiten. Also einmal da vorne oder einmal da vorne. Sieht man jetzt im Dunkeln natürlich super. Macht auch Sinn, dass du dann zeigst, ne? Macht schon Sinn. Genau. Und... dann ist der quasi dahergegangen und ist dann hingerannt und hat meinen Inhalt von meiner Tasche gefilmt. Ja, und sind diese Bilder bekannt geworden irgendwo? Ich auch noch dazu. Während mich andere Hater auch noch dumm beleidigt haben und angegriffen haben und angeschissen haben. ja. Ich weiß halt auch beim besten Willen jetzt nicht, was ich machen soll und was ich sagen soll. Wie gesagt, beste Voraussetzung, um Livestream zu starten. Was du machen wolltest, ist ganz klar, das merkt man. Es sollte ein bisschen Mimimi kommen.
anscheinend brauchst du die Aufmerksamkeit. Entweder wolltest du, dass da jemand kommt, mit dem du dich anlegen kannst. Vielleicht sogar irgendwie was provozieren kannst, dass du irgendwie, weiß nicht, ob du eine geschmiert kriegst und dich dann hinlegst und dann wieder für ein, zwei Nächte im Krankenhaus schlafen kannst. Kann auch sein. Ja, ich weiß es nicht. Oder dass da jemand sagt, komm Reini, ich hol dich ab, ich bring dich zu mir nach Hause. Das sind so meine zwei Theorien. Weil auf der einen Seite habe ich jetzt alles gesagt, was ich sagen will. Ja, dann mach aus. Auf der anderen Seite ist es aber auch halt so, dass ich nicht weiß, was ich machen soll, wenn ich jetzt den Livestream ausgemacht habe, ne? Das ist ehrlich, das glaube ich ihm. Wenn ich jetzt den Livestream ausmache, dann ist wieder eigentlich einfach nur still, dann kann ich ein bisschen Musik hören. Ich habe zum Glück ein Handy, das mehrere Tage hält vom Akku her, wenn ich jetzt nicht zu viel Scheiße mitbaue. Zum Beispiel Musik hören. Ja. Wo schläfst du denn heute? Darum geht's gerade die ganze Zeit. Darum geht's die ganze Zeit im Livestream. Ich weiß. Die ganze Zeit geht's um Mimi. Ich weiß nicht, wo ich schlafen soll. Ich bin vorhin wieder aus dem Hotel geflogen, obwohl ich nichts getan habe, wie üblich. Ich bin ins Hotel reingegangen, ganz normal eingecheckt, dann bin ich hoch in das Zimmer. Dabei haben mich aber schon Leute wieder gesehen vor der Haustür natürlich, ne? Und, Du hast vorhin gesagt, dass du da nichts von mitbekommen hast. Jetzt erzählst du gerade, da haben dich Leute gesehen. Haben mich wieder gefilmt, ein paar hässliche Jugendliche aus Neustadt. Haben mich da wieder gefilmt und aufgenommen und meinten, das dann lustig zu finden, das an den Mimon Baraka zu schicken. Ja? Oder an den Mimon Untermensch da, was auch immer das für ein Loser ist. Oh, der weiß damit wenigstens was anzufangen. Und an den Typen haben die das wieder geschickt und der Typ hat natürlich nicht genug Eier, sein Leben auf die Reihe zu kriegen, sondern muss mir auf den Sack gehen. Das Geilste an der Sache ist. Ich sage ja, er weiß damit was Vernünftiges anzufangen. Das ist das Geilste an allen Hatern aktuell, ja. Die geilste Aussage an den Hatern ist folgende. Krieg dein Leben auf die Reihe. Ja, erzähle ich dir seit Jahren. Ich habe 5.000 bis 8.000 Euro im Monat verdient. Ich habe meine Schulden angefangen zu bezahlen. Ich habe ein super... Rainer, nach Jahren hast du angefangen, mal Schulden zu bezahlen. Junge, das ist doch nichts, worauf man sich was einbilden kann. Super Leben geführt. Bis auf die... Du hast ein super Leben geführt? Rainer, du hast, wie ich finde, auf einer Müllkippe gewohnt. Die Tatsache, dass ich Leuten aufs Maul hauen musste, weil die bei mir auf... Nein, Reini, musstest du nicht. ...aufs Grundstück gerannt sind, weil die mich attackiert haben. Ich habe überall Narben, um das zu beweisen. Das interessiert keine Sau. Vor allem die auf dem Bauch, ne? Ja. Ja, und das ist jedes Mal, aber wirklich jedes Mal der gleiche Käse. So. Ja, Rainer, und jedes Mal ist um dich rum der gleiche Käse. Jedes Mal bei dir. Gib dir das denn nicht zu denken, dass es immer bei dir so ist? Ich war ja jetzt auch gerade bei der Polizei, ja? Und habe nachgefragt, ob die mir irgendwie helfen können, was ich machen soll, wo ich hin soll oder sonst was, ja? So. Ja? 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 Und das zeigt mal wieder den typischen Unterschied zwischen den Beamten aus den verschiedenen Schichten. In der anderen Schicht war das überhaupt kein Problem, dass die gemeint haben, ja, dann komm mal mit rein oder dann haben die mich mal mitgenommen und haben mir einfach... Ja, Reini, was sollen die denn machen? Sollen die dich ja auf der Wache schlafen lassen oder was? Das glaubst du selber nicht. Einfach ein paar Sachen gezeigt und haben einfach geschaut, dass wir irgendwas noch hinkriegen. Die haben sich jetzt nur gesagt, naja, das können wir jetzt nichts machen. Ja, Reiner, war das vielleicht die Schicht, die dich so gern hat und die du so gern hast? Die du seit Jahren in deinen Streams aufs Korn nimmt? Ist das vielleicht diese Schicht? Kann ich gar nicht verstehen, dass die sich nicht ein Bein ausreißen, um dir zu helfen. Verstehe ich nicht. Ganz einfach. Da können wir nichts machen. Wir erreichen jetzt auch keinen. Wir können sie jetzt auch nirgendwo unterbringen. So, Fakt Nummer 1, ich habe Geld. Fakt Nummer 2, ich bin bereit, für eine Unterkunft zu bezahlen. Fakt Nummer 3, ich krieg keine Unterkunft, obwohl ich Geld habe. Fakt Nummer 4, würdest du da wegfahren, in irgendeinen anderen Ort, weiter entfernt, würdest du bestimmt eine bekommen.
So, so sieht's aus. Das sind die Fakten. Fakt ist, Gemeinde schickt mich zum Landratsamt, Landratsamt schickt mich zum Jobcenter, Jobcenter schickt mich zum Landratsamt und Landratsamt schickt mich zur Gemeinde. Und diesen Kreis bin ich heute gelatscht. Ja, Glückwunsch, tut dir gut. Wobei, das letzte Mal zur Gemeinde bin ich dann nicht mehr gegangen, weil es dann schon nach 12 war und da erwischt man niemanden mehr. So. Jetzt müsste ich googeln, ob die Gemeinde da wirklich nur bis 12 Uhr auf hat, freitags. Und, was soll man da sagen? Also, wie gesagt, mir fällt dazu nichts ein. Toll. Mich hat gerade ein Regentropfen erwischt. Ich glaube, es fängt auch noch gleich an zu regnen. Hier muss ich mal kurz Kommando zurück machen. Ich habe es jetzt gerade mal gegoogelt. Ja, die haben wirklich um 12 Feierabend. Okay, da hat er recht gehabt. Wenn es jetzt auch noch anfängt zu regnen, dann werde ich mir auch noch den Arsch abfrieren. Du hast ja genug, ist ja nicht so schlimm. Ja. Passt auf, jeder, der mich kennt und jeder, der mich verfolgt, der weiß, dass ich zu sowas eigentlich nicht neige. Ja, ich habe kein Interesse, mich umzubringen oder sonst was. Och nö, ganz im Ernst. Diesen Talk, den spule ich jetzt vor. Da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. So, seid mir nicht böse, aber den Talk, den wollte ich jetzt hier nicht haben. Ja, den hören wir uns jetzt seit Jahren hören wir uns das jetzt an. Und da habe ich jetzt einfach auf dieses Mimimi, bin ich ganz ehrlich, habe ich keine Lust. Ne? Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Es gibt aber dazu einen kleinen Mitschnitt. Und zwar bei Influencer, der kein Mensch mehr ist. Der Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Habe nämlich gerade gesehen, dass der da einen Satz von rausgeschnitten hat, der vielleicht für euch von Interesse sein könnte. Also, wie gesagt, der Link Influencer, der kein Mensch mehr ist, in der Videobeschreibung. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Eigentlich zögere ich die ganze Zeit nur das Ende vom Livestream hinaus, weil ich einfach nicht weiß, was ich als nächstes machen soll. Ich meine, auf der einen Seite tendiere ich dazu, hier auf der Parkbank zu schlafen. Nein, ich tue dir keinen Zwang an. Weil, ja. Würde ich das sehen, würde ich dir wahrscheinlich sogar eine Decke geben. Vielleicht. Das ist übrigens das Geilste, ne? Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, erzähl doch, was ich mir auf der Zunge zergehen lassen soll. In Deutschland muss niemand auf der Straße schlafen. Hättest du ja auch nicht gemusst. Du musst nur da weg. Doch, einer muss es. Ich. Tja, wieder dieser eine. Merkst du es denn nicht, Rein? Es ist immer dieser eine. Immer. Weil ich nirgendwo unterkomme. Wie gesagt, alle Unterkünfte, die es so gibt, sind entweder voll, angeblich zumindest. Du kannst dir ein Hotel leisten, hast du selber gesagt. Fahr irgendwo hin, geh zu einem Gasthaus und sag, hier, ich brauche ein Zimmer. Und dann bleib einfach da drin. Ja, du kannst alles in dem Gasthaus kaufen, du hast Geld, hast du gerade gesagt. Du kannst das mit Frühstück buchen, Mittagessen gibt es da meist auch, meist sogar vernünftige Hausmannskost und so weiter. Das tut dir auch gut. Ne, eine schöne Linsensuppe oder so anstatt Käse, Macaroni aus der Mikrowelle, das tut dir ganz gut. Bleib da in dem Zimmer. Oder sind einfach außerhalb meiner Reichweite. Selbst wenn ich jetzt mich in den Zug setze und nach Nürnberg fahre. Jetzt ist zu spät. Jetzt ist, für heute ist zu spät. Ne, klare Sache. Du hattest aber um 12 schon gewusst, dass das heute nichts mehr wird. Ne, da ist ja nun mal so. Und um 12 sind doch genug Züge gefahren. Erstens mal kenne ich mich da null aus. Weiß null, wo ich da hin muss. Hotels kriege ich auch nicht irgendwie her um die Uhrzeit. Wie gesagt, du wusstest es um 12 schon. Dankeschön. Ja. Was soll's?
am Ende ist es halt immer, am Ende bin halt immer ich der Leidtragende, ne? Ich bin der. Junge, das kannst du dir nicht ausdenken. Wisst ihr noch, als er damals von seinem Freund erzählt hat? Er hat doch so viele Freunde, er kennt doch so viele Leute. So viele Schweizer Taschenkumpels. Warum kommt er denn nirgendwo unter? Kennt ihr noch die Geschichte, als Reini erzählt hat? Ja, ich hatte einen super tollen Freund. Und dann sind die Hater sind auf seine Firma losgegangen. Er hat am Ende alles verloren. Er war bankrott, die Firma war pleite. So, und wer war der Leidtragende? Ich. Weil ich seine Freundschaft verloren habe. Dass sein Freund in Gänsefüßchen da bankrott gegangen ist. Seien wir ganz ehrlich, das ist nicht passiert. Ja, also ich glaube es zumindest nicht. Aber das war für ihn in dieser Position gar nicht wichtig. Er hat eine Freundschaft verloren, das war für ihn wichtig. Wenn Reini was verliert. Er ist am Ende immer der Leidtragende. Wisst ihr? Ich bin der Leidtragende auf die Aktionen von den Hatern. Ich bin der Leidtragende für mein Leben. Da hast du ja auch genug für getan. Sei mal ganz ehrlich. Ja. Am Ende bin's immer ich, der übrig bleibt. Tja. Merkst du was? Das war früher in der Schule so und das ist heute noch so und das wird sich wohl auch nicht mehr ändern. Renny, du hast eine Parkbank umsonst, du hast umsonst Licht. Schau doch mal, wie gut es dir geht. Kann die Polizei, ne? Oder nehmen kann sie anscheinend nichts. Ich habe kein Wort verstanden, weil er da hing. Oh, der ist ja süß. Wisst ihr, was das größte Glück auf der Welt ist? Nicht auf der Bank schlafen zu müssen? Wenn man selbst in der schlimmsten Not noch lachen kann. Reini, wär's denn nicht glücklicher, keine schlimmste Not zu haben? Man kann es sich natürlich auch schönreden, ne? Man kann das versuchen, okay. Das größte Glück auf der Familie hat, die einen liebt. Tja, das hat wohl nicht so funktioniert. Oder Freunde, die einen lieben. Auch das. Wo sind deine ganzen Kumpels? Deine Kumpels, die Psychologie studieren. Deine Kumpels, die Musik studieren. Rainer, deine ganzen Kumpels. Der dir deinen Rechner fertig macht. Der dein Auto, der an deinem Auto schraubt. Rainer, wo sind deine ganzen Kumpels denn? Jetzt, wo du sie brauchst. Hm? Ich bin ganz ehrlich, selbst wenn ich zu Hause rausfliegen würde, ja, egal ob in Deutschland oder Spanien, ist ganz egal. Ich wüsste, ich müsste nicht auf der Straße schlafen. Ich habe Familie und ich habe Freunde. Ich wüsste ganz genau, ich müsste nicht auf der Straße schlafen. Tja, das ist Glück, ne? Das größte Glück ist es, gesund zu sein. Einer, was ist denn jetzt? Du musst dich entscheiden, was das beste Glück ist. Ne? Du kannst jetzt hier nicht 15 Mal sagen, das beste Glück ist das da. Und es gibt viele Sachen, die die meisten Leute als selbstverständlich erachten. Wie zum Beispiel warmes Wasser. Bin ich ganz ehrlich? Ja, nehme ich als selbstverständlich wahr. Ich bezahle da aber auch für. Oder eine Unterkunft. Ja, das Gleiche. Ein Platz zum Schlafen. Das ist eine Unterkunft, Reini. Oder auch einfach nur eine Toilette. Oder eine Dusche. Das sind alles Dinge, die die meisten Menschen schlicht und... Dass er auch gleich Toilette mit Dusche verbindet. Ich find's schön. Ergreifend gar nicht zu würdigen wissen. Ist richtig, wir nehmen das als normal hin, bezahlen aber auch alle für, ne? Ja.
Für mich ist es und bleibt es so, dass ich nicht weiß, wo ich hin soll. Ja, das wissen wir jetzt. Das wirst du so in den letzten 30 Minuten so um die 40, 50 Mal erwähnt haben. Circa. Ich weiß nicht, wo ich unterkommen soll, ich weiß nicht, wo ich hin soll, ich weiß nicht, wo ich schlafen soll. Auf der Bank. Gemeinde Emskirchen kann mir nicht helfen, Gemeinde Neustadt kann mir nicht helfen, Landratsamt kann mir nicht helfen. Und das ist schon traurig, wenn man bedenkt, wie groß der Landkreis ist. Ja, die haben auch andere Sachen zu tun. Such dir einen anderen Landkreis. Weiter weg. Ich würde sagen, mindestens 300 Kilometer. Dann bist du auf einer halbwegs sicheren Seite. Ja. Das Geile ist, dass mich Gemeinde Emskirchen nach Gemeinde Landratsamt, Gemeinde Emskirchen nach Neustadt schickt. Und Neustadt will mich nach Bad Windsheim schicken. Glaubt ihr, ist er überall hingegangen, wirklich wie er sagt, er ist ja überall hingelaufen und meint, er hat ein Taxi genommen. Er hat ja gerade Geld, ne? Oder nach Nürnberg, Hauptsache weg, ja? Weil das ist nämlich das Geilste auch wieder, das sieht man, wie unsere Politik und unsere Gesetze funktionieren, ne? Hauptsache, man schiebt das Problem einfach zu jemand anderen. Ja, das kann ich mir in deinem Fall sehr gut vorstellen. Schiebt das Problem woanders hin und wir haben das Problem nochmal. Aber liebe Gemeinde Neustadt, liebe Gemeinde Emskirchen, ich sag euch was. Ich bin euer Problem. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Überlegt mal, die Leute von der Gemeinde sitzen heute Abend am Rechner und haben sich den Inge-Stream angeschaut. Und die wissen, oh nee, wenn wir Montag ins Büro kommen, glaube ich, hol mir gelben Schein. Und so Gott will, werde ich hier sterben. Und nein, das ist natürlich jetzt keine Drohung, dass ich mich umbringen will. Rainer, so haben wir das auch nicht, wir haben das überhaupt nicht so aufgefasst. Werde es, sondern einfach eine Tatsache. Ich will hier leben, bis ich sterbe. Und das vorzugsweise im hohen Alter. Das wünsche ich dir. Ganz ehrlich, ich wünsche dir das. So, wobei es bei mir... Ich wünsche es anderen Leuten noch viel mehr, aber dir auch. Wo ich 60 werden wird, weil ich krank bin ansonsten, ne? Wenn du so weitermachst, sehe ich bei den 60... Da sehe ich die 60 nicht, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ein Tesla. Ofi? Bist du's? Ofi! Laut der Mona ist ja Tesla bringt ja Glück, ne? Dem Ofi ja. Übrigens, der Ofi ist krank. Ich weiß aber gerade nicht, ob er das nur vorfaked, weil er die Zeit braucht, um nach Emskirchen zu meddeln und am Rheini vorbeizufahren. Nein, Spaß. Liebe und gute Besserung gehen natürlich raus. Das mit mir und Mona war halt auch wirklich so eine Aktion. Mona und mir, du Uti. Die mich tierisch aufregt, weil es war eine Aktion, die absolut unnötig war. Sie darf eifersüchtig sein, ich darf es nicht. Man darf immer ein wenig eifersüchtig sein. Ich finde, das in der Beziehung gehört das irgendwie dazu. Ja, das ist ja auch nur ein Zeichen von Liebe. Ne? Wenn der andere einem komplett am allerwertesten vorbeigeht oder in seinem Fall an allen sieben oder so. Ja, ich habe gerade eben bei Inge im Chat gelesen, hier ist sieben allerwerteste versus Wald. Fand ich auch sehr schön. Ein bisschen einfach so, das ist okay, Rainer. Dein Ding ist einfach, dass du eine Drama-Queen bist. Ne? Dass du nicht darüber reden wolltest, sondern zum Auto gegangen bist und hast da gewartet, bis jemand kommt und dich von da wieder wegholt und dich anbettelt, doch wieder mit reinzukommen. Das war das Problem. Nicht deine Eifersucht an sich war das Problem, sondern dein Umgang damit. Und letzten Endes... ist die Aktion von ihr total neben der Spur gewesen, aber ich bin letzten Endes... Muss ich auch sagen, fand ich auch. Also ich wäre da auch sauer gewesen, glaube ich. Ja? Bin ich ganz ehrlich. Es ist ja nicht immer alles kompletter Blödsinn, was er da macht. Wie er dann damit umgegangen ist, das war natürlich wieder Quatsch, aber die Aktion von ihr fand ich jetzt auch nicht prickelnd, muss ich sagen. Ist wieder mal der die ganze Scheiße gemacht hat. Ich denke, dass ihr einfach das Ganze mit den Hatern zu viel wurde. Nein, Rainer, das denke ich eben nicht. Ja? Ich denke, dass ihr das mit dir zu viel wurde.
Rainer, ihr habt euch 2 Wochen gekannt und du hast rumposaunt, ihr werdet verlobt. Ja, das machen normale Menschen nicht. Wo bist du, Rainer? Oh, ich sitze in Neustadt an der Aisch, wo ich geboren bin und aufgewachsen bin. Nur ein paar Meter von der Polizei entfernt. Da, wo ist mein Finger? Wartet. Ups. Das da ist das Polizeischild. Also ich sitze... Ja, genau beschreiben, wo man gerade sitzt. Mehr oder weniger gegenüber von der Polizei in Neustadt. Weil ich nicht weiß, wo ich sonst hin soll. Ich bin aus dem Hotel... Woanders hin, Reini? ...geflogen, hab übrigens von 173 Euro 120 zurückbekommen. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Was hat er? Er hat nicht sein ganzes Geld zurückbekommen. Warte mal, lass mich das nochmal kurz hören. Weil ich nicht weiß, wo ich sonst hin soll. Ich bin aus dem Hotel geflogen, hab übrigens von 173 Euro 120 zurückbekommen. Das müsst ihr... Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier gerade mit umgehen soll, wenn ich ehrlich bin. Also angeblich war er in einem Hotel für mehrere Tage. Da hat er angerufen und er soll bitte nicht mehr kommen. Da war er ja schon raus. Dann war er bei der Unterkunft, die man mit Kreditkarte bezahlt. Und jetzt war er bei noch einem anderen Hotel, wo er schon eingecheckt hat angeblich. Er hat ja schon bezahlt. Also für mich klingt das Aveng nach Lülülü. Das klingt schon wieder ein bisschen nach Paulanergarten. Soll ich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja? Also die haben mir nicht dann mal das komplette Geld zurückerstattet, obwohl ich nicht dann mal... Ich war nicht mal 3 Stunden in dem Hotel. Und wann denn? Also irgendwas stimmt doch hier in der Story schon wieder nicht. Ich bin dann rausgeflogen und habe, obwohl ich nicht mal 3 Stunden im Hotel war, fast eine komplette Nacht bezahlen müssen. Ja, das hätte ich auch nicht gemacht, wenn die Geschichte wahr wäre. Wobei ich ja davon ausgehe, dass er mir überhaupt nichts gegeben hätte, wenn ich das nicht angesprochen hätte. Kannst von ausgehen, Rainer. Wenn du Geld von Leuten bekommen sollst, dann musst du da hinterher sein. Und das ist schon eine ganz üble Nummer, muss man sagen, dass die mich kurz vor 22 Uhr dann auf die Straße setzen, sodass ich auch ja nichts anderes mehr finde. Und das Landratsamt hat mir meinen Führerschein damit gerechnet. Das hatte ich, glaube ich, von Anfang an auch gesagt, damals in meinen Videos auf YouTube noch. Ich hatte damit gerechnet, dass ich nicht ewig in Hotels schlafen kann. Das war... Nee, du hast gesagt, dass du in Hotels schlafen wirst. War mir von Anfang an klar. Deswegen habe ich mir ein Auto gekauft, das groß genug war, outdoorfähig ist und wo ich jetzt im Laufe des Sommers eine Standheizung eingebaut hätte, dass ich in diesem Auto schlafen kann. Ja, aber Reini, das hat ja jetzt kein großes Fahrerhaus, dieses Auto. Und auf der Ladefläche zu schlafen, sei mal ganz ehrlich, das ist Quatsch. Du hast dir dieses Auto gekauft, weil du es schön fandest und weil du vielleicht in dieser Angelegenheit nicht der Pfiffigste warst, ne? So. Ein T3-Bulli oder ein T4-Bulli hättest du auch getan. Den hättest du günstig schon bekommen hier auf irgendwelchen Gebrauchtwagenseiten. Da hättest du hinten eine Matratze reinlegen können, dann hättest du überhaupt kein Problem gehabt. Aber es musste ja der Ranger sein. Der Ford Blue. Das war geplant. Das war Absicht. Das war auch ein Auto, wo ich extra... Und dass er jetzt nicht einfach sagen kann, so, das war ein Fehler. Hätte ich mir vielleicht was anderes gekauft. Nein, es war geplant, es war Absicht, es war perfekt. Ja, es war eine perfekte Planung. Und jetzt sitzt er auf der Bank. Wenn er ins Gelände fahren kann, damit sollte mir irgendeine Person mal tierisch auf die Nüsse gehen, sollte ich einfach in den Wald reinfahren kann, einfach einen Waldweg entlang fahren kann, auch wenn da einen halben Meter tiefe Schlammlöcher sind und durch den Wald fahre. Wir haben schon auf dem Acker da gesehen, wie gut das funktioniert, ne? Dass ich den Hatern aus dem Weg komme. So. Und deswegen hatte ich mir den Ranger gekauft. Alle so Kritik, so, wieso hast du so ein auffälliges Auto gekauft? Das war voll dumm. Hättest du kein so auffälliges Auto gekauft? Tja, hättest du auch diese Kritik mal gehört. Wirst immer überall auffallen. Ja, man wird überall auffallen damit. Aber das Ziel war nicht, unsichtbar damit zu sein, sondern... Eben, und da war dein Problem. Du hättest unsichtbar bleiben sollen, sein sollen. Das wäre clever gewesen. Damit war geplant, mobil zu sein und auch, dass ich auch im Auto schlafen kann. Ja, Rainer, aber du hattest da schon das Schreiben, dass du eine MPU machen musstest.
Warum wurde das nicht in diesen Plan mit eingebaut? Volles. Das war ein überlegter Plan. Das war ein... Ein sehr nicht gut überlegter Plan, so wie es ausschaut. Du sitzt nämlich gerade alleine auf einer Bank. Ein nagelneues Auto von... Das war ein Zweijahreswagen. 2 Jahre alt, nagelneu. Okay. Einfach nur, damit er nach Möglichkeit die nächsten 5 bis 6 Jahre keine Probleme macht, im Idealfall. Aber nein, ein Hater tritt mir den Spiegel ab, ein anderer Hater klaut mir hinten den Schmutzfänger, wieder ein anderer tritt irgendwo ins Blech. Gut, das war absehbar. Nee, Rainer, du hast eigentlich eine Bank angefahren, hä? Ja, ne? Jetzt hat er sich aber erschrocken, du. Ich würde es gerne einfach nochmal abspielen. Aber ihr könnt es ja zurückspulen. Ich will nur nicht, dass wenn ihr jetzt am Schlafen wartet oder wenn ihr jetzt am Schlafen seid, ich will euch da nicht aus dem Schlaf holen jetzt mit der Hupe. Junge, wird der sich verjagt. Ich, sorry, Leute. Das sah jetzt einfach zu gut aus. Arschloch, Alter. Sowas sagt man aber nicht. Dein Kennzeichen habe ich aber auch Pech für dich. Anne, du kannst dir nicht mal merken, wie dein Satz angefangen hat. Wie willst du denn das Kennzeichen merken? Neustädter Hurensohn hier. Neustädter Hurensohn, das hätte ich vielleicht jetzt sagen, weil ich wohne ja auch in Neustadt eigentlich, ne? Ja, war vielleicht nicht so clever. Aber du hast dich selbst schon als solchen tituliert, also hey. So gesehen in dem Sinne. Aber auch. Und genau genommen wohnst du da nicht, Reini. Deswegen sitzt du ja auf einer Bank. Auch ziemlich dumm, hier vorbeizufahren, wenn ich sein Kennzeichen mir aufschreibe. Ich habe nicht gesehen, dass du es aufschreibst. Naja, mir auch immer. Ich weiß, es war jetzt gerade gemein zu mir, darüber so zu lachen. Ey, aber das tut ja keinem weh. Ja, er hat sich ein bisschen erschrocken, ey, komm. Ja, aber das ist genau die Aktion, die ich meine, weißt du? Vor allem, wie dumm ist das? Der fährt hier vorbei, hupt hier direkt neben der Polizei so extrem rum. Ja, besonders clever war es wirklich nicht, aber vielleicht war es ihm das wert. Das nenne ich dumm, weil es ist nämlich verboten, ne? Ach, Reini, es sind so viele Sachen verboten. Du kennst das. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. So ein Typ soll seinen Führerschein verlieren. Das ist nämlich verboten, rumzuhupen, wenn es keinen Grund. Reini, ich könnte dir jetzt hier Videos einspielen. Ja, mach ich natürlich nicht, aber ich könnte. Wo du Autos auf der Straße anhältst, wo du auf Autos draufhaust, wo du versuchst, eine Autoscheibe einzuprügeln. Könnte ich hier alles einspielen. Gibt's alles auf YouTube zu finden. Ja. Das ist auch alles verboten. Juckt dich nur nicht. Aber jemand, der hupt, oh, 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 oh. Der sollte natürlich ins Gefängnis gehen, ne? Grund dafür gibt. Und da ist keine Katze über die Straße gerannt und nichts anderes. Das war einfach nur so eine typische Aktion. Ich weiß, dass das ein Hater ist. Ich weiß, dass der jetzt da sitzt, ein Livestream, also fahre ich da vorbei und mache jetzt Kind. Ja, du hast ja auch dafür gesorgt, dass der weiß, wo du sitzt. Kindergarten. Ja. Genau das war das nämlich. Nichts anderes. Ehrlich gesagt hat es mich gewundert, dass es so lange gedauert hat, bis irgend sowas passiert. Das. Atme mal tief durch. So eine harte Arbeit jetzt. Egal, wo ich hingehe, egal, was ich sage, egal, was ich mache. Es ist jeden Tag und jedes Mal dasselbe. Ja, Rainer, immer wieder das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist ja auch nicht so pfiffig. Hat er jetzt versucht, den Chat zu lesen? Ich bin ganz ehrlich, der fliegt da so schnell durch, den kann selbst ich nicht lesen hier. Das Problem ist halt, ohne Auto hat man keine Möglichkeit, wo unterzukommen. Ich weiß. Doch, Reini, es gibt eine Menge Leute ohne Auto, die wohnen irgendwo. Garantiert.
jetzt in mehreren Hotels in der letzten Zeit, wo ich nur mit dem Auto hingekommen bin, bin ich mit Taxi hingefahren, was natürlich auch schweineteuer ist. Tja, stört dich ja nicht. Bin ich mit Taxi dahin gefahren, dann kam ich aber da auch nicht unter, einfach nur deswegen, weil die mich schon kannten. In anderen Hotels kam ich unter, die sind aber jetzt übers Wochenende voll. Und in wieder anderen Hotels kam ich nicht unter, weil die jetzt einfach schon zu sind um die Uhrzeit. Hinführen. Ja? Wo soll das Ganze noch hinführen? Die ganzen letzten Jahre, die ganzen... Wir werden sehen, Rainer. Du wirst schon irgendwas finden. Die ganzen Videos, die ganzen Streams, die ganzen... Ich hab... Bin ich nicht, weil ich besiegt erst dann bin, wenn ich sterbe. Wie oft soll ich euch das noch erklären? Ja, auch das ist nicht der cleverste Satz. Ja. Und genau das meine ich. Das ist einfach... Haben wir so ein kleines Kindergartenkind hier drin, das hier schreibt besiegt. Wir haben auch noch ein kleines Kindergartenkind da drin, das sagt, ich bin erst besiegt. Ne? Du weißt... Jeder, der hier drinnen schreibt besiegt, der hat kleine Eier. Ja, das ist so Reinis Stanni-Spruch, ne? Klar. So, weil Reini es dann sagt, dann ist es so. Ja, und kein Hirn im Kopf. Wie aber auch jedem Auto hinterher schaut, ne? Guck mal hier, dieser arme Hundeblick. Nimm mich doch bitte mit. Ja. Aber man muss ja immer darauf bestehen, wie dumm man ist. Man muss ja immer beweisen, wie dumm man und wie kleinkindisch man ist. Ja, ja, warum machst du es denn? Und dass das eigentlich straßenverkehrsordnungswidrig ist. So. Ja, es ist jetzt fast 23 Uhr. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Mein Tipp, leg dich hin, mach die Äuglein zu. Morgen ist ein neuer Tag, dann setzt du dich in den Zug, fährst weit weg, steigst an einem ganz, ganz kleinen Bahnhof aus, ja? Fährst mit der Bimmelbahn noch irgendwo hin, wo es noch abgelegener ist. Und da gehst du dann zu einer Gaststätte und sagst, ich hätte gerne ein Zimmer für eine Woche. Ich zahle im Voraus. Was ich übrigens auch als guten Spruch finde, ist die Aussage, irgendwann wird es sich lohnen. Das ist ein Spruch da, oder irgendwann wird es sich auszahlen, oder irgendwann werden sie dafür schon büßen. Seit 30 Jahren sehe ich das. Ich meine, gut, wenn man es so betrachtet, es gibt einen Hater, der ja bei der Aussage, Reini, erstmal, man kann dich kaum verstehen, weil dein Internet leider für die Tonne ist. Und es hat sich ja schon ausgezahlt bei dir, du hast nur nichts draus gemacht. Du hattest ja alles, du hättest ja alles haben können. Aber du hast ja nichts draus gemacht. Schicksal? Ich habe kein Wort verstanden. Oder vielleicht doch Karma selbst haben. Ich werde wahrscheinlich. Das ist ein Typ, der kam zu mir, selbstgefällig, überheblich und arrogant, wie er angeblich ja war, oder wie er ja offensichtlich war. Erzählt mir halt irgendwas vom Storch, was er angeblich alles ist. Übrigens fängt es an, mich zu frieren. Tut mir jetzt nicht so leid, wenn ich ehrlich bin. Hält sich in Grenzen. Wird langsam kalt. Ja, es gibt keinen Notwendigkeit mehr, irgendwie sich darüber aufzuregen. Warum machst du es denn dann? Seit einer Dreiviertelstunde. Es gibt aber auch keine Möglichkeiten mehr, irgendwas zu machen. Nee, heute nicht. Obwohl, es gibt ja auch hier diesen Samariterbund und so weiter. Ich weiß nicht, ob er da anrufen kann. Keine Ahnung. Gibt ja so Sachen wie Halsarmee, Samariterbund und so weiter. Es gibt ja eine Menge Sachen. Ich weiß nicht, ob er da einfach anrufen kann. Oder ob ihm das einfällt, da mal anzurufen.
Jedes Auto guckt er wirklich ganz genau an. Also da guckt er ganz kritisch immer. Wie ich schon gesagt habe, am Ende ist es im Normalfall immer so, dass ich übrig bleibe. Ja, und das ist das Einzige, was Reini zählt, ne? Er. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand das jetzt alles eine Riesenschweinerei. So. Ja, du. Weil du es nicht auf der Kette gekriegt hast. Einmal allein dafür, man muss aber zu bedenken, das waren ja auch noch Neustädter, ne? Das sind also eigentlich noch Landsleute. Reini, erzähl nichts von Landsmännern oder sonst irgendwas, das ist doch Blödsinn. Ne? Die mögen dich genauso wenig, die mögen dich wahrscheinlich noch am wenigsten. Ja, die wollen dich ja weghaben, das hast du vorhin selber erklärt die ganze Zeit. Leute von mir gewesen, die mich da auch noch verraten haben. Mit dem Scheiß. Man sollte eigentlich meinen, dass zumindest die Menschen, mit denen oder in dessen gleichen Gegend man aufgewachsen ist. Genau die wollen die. Die haben Dorffest gefeiert, als du weg bist. Da haben die Party hart gemacht. Einen da mal irgendwie also mit Respekt behandeln, aber nö. Rainer, wie du schon mal gesagt hast, Respekt muss man sich verdienen. Es gibt da keinen Respekt und ich werde auch nicht mit Respekt behandelt. Warum sollte man auch jemanden mit Respekt behandeln, der seit mehr als 10 Jahren laut. Warum sollte man auch jemanden mit Respekt behandeln, der seit 10 Jahren sein Ding durchzieht, egal wie viele Scheiße die Leute mit ihm anstellen? Ja, egal wie viel die Nachbarschaft ertragen muss, ne? Ja, warum behandelt die Nachbarschaft ihn dann nicht mit Respekt? Ja, das weiß ich nicht. Weil er 9 Jahre lang manuell die Alarmanlage in der Nacht bedient? Ob man sich damit Respekt verdienen kann, halte ich eher für schwierig. Egal wie oft er angegriffen wurde, egal wie viele Narben er am Körper davongetragen hat, warum sollte man so jemanden auch respektieren? Also bei dir würde mir jetzt auch kein Grund einfallen, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß nicht. Ich habe es ja irgendwann in einem Video auf YouTube schon mal gesagt. Ich glaube, wir Menschen neigen einfach dazu, keinen Respekt voreinander zu haben. Ja. Und den Spitzenreiter sehen wir ja gerade vor uns dabei. Wir neigen dazu, keinen Respekt voreinander zu haben. Und umso älter die Generationen werden, also umso weiter die Generationen voranschreiten, umso weniger Respekt gibt es. Wie ich schon öfter mal gesagt habe in einem YouTube-Video, habe ich es mir erzählt, ich bin bei irgendeinem Laden, wo... Ah, jetzt kommt die Nummer, ich wurde mal geduzt. Junge, deswegen sitzt er jetzt auf der Bank, weil er mal geduzt wurde, weißt du? Das fällt ihm jetzt dabei ein. Die Leute überhaupt nicht kenne, also wenn ich zum Beispiel in die Rewe nach Emskirchen gehe und da was einkaufe, da ist es für mich komplett normal, dass die Leute mich mit du... Wollen die den da eigentlich haben? Die haben doch auch ein Hausrecht, oder nicht? Oder ist das, weil Mario noch dabei ist? Du ansprechen, weil ich einfach, keine Ahnung, die Leute teilweise halt mein ganzes Leben lang so kenne. So, und weil ich da halt fast jeden Tag einkaufen gegangen bin früher. Da ist es für mich komplett normal. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in irgendeinen wildfremden Laden reingehe, dann die Kassiererin schaut mich an wie 7 Tage Regenwetter. Ich bin auch noch nicht ganz davon überzeugt, dass diese Geschichte wahr ist. Ja? Weil wenn eine Kassiererin anguckt wie 7 Tage Regenwetter und dann fragt, was willst du oder so. Ja? Ich habe sowas noch nicht erlebt. Ja. Schaut mich an wie 7 Tage Regenwetter, zieht eine Fresse, dass man meint, keine Ahnung, vor ihr ist, keine Ahnung, ein Einhorn gestorben und... Wie? Das letzte? Das war jetzt nur ein Beispiel, irgendwas Süßes halt, irgendwas Knuffiges wollte ich jetzt nehmen. Irgendwas Süßes, Knuffiges ist vor ihr gestorben und sie zieht deswegen voll die Hackfresse, so... Und dann mault sie mich auch noch mit du an, wo ich mir denke... Sie mault mich mit du an, Junge. Mädchen, du bist vielleicht 19, maximal vielleicht 17, 20. Du bist vielleicht 19, maximal 17. Und du sprichst mich mit über 3. Ich weiß nicht, wo du deinen Respekt, deinen Anstand und vor allem dein Benehmen gelernt hast, aber du sollst... Was hast du Gehirn gelernt?
lässt definitiv nochmal zurück in die Schule und in den Kindergarten und nochmal von vorne anfangen und nochmal lernen, wo man eigentlich anfängt, jemanden zu duzen und zu siezen. Weil das ist ja wohl nicht dein Ernst, ey. Hallo? Ich habe rein auch noch nie jemanden siezen hören. Oh, was geht denn mit dir? Ja, und genau so ist es aber überall, ja. Also, außer die älteren Leute sprechen alle mit. Ich denke mir so, what the fuck, Alter? Es ist mir nie wichtig gewesen, dass mich die Leute siezen. So. Naja, es war dir so wichtig, dass du ein YouTube-Video drüber gemacht hast. So. Ist es mir nie gewesen. Interessiert mich auch eigentlich ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin noch nie jemand. Nicht wichtig, es interessiert ihn nicht, aber ein Video hat er dazu schon mal gemacht, wo er sich beschwert hat. Gewesen, der darauf besteht, dass man ihn siezt, aber. Er hat nie darauf bestanden, dass man ihn siezt. Das heißt, Herr Winkler. Weil die Sache mit den Hatern so war und ich gesagt habe, es heißt Herr Winkler, ist gesagt, gebrüllt. Ist mir aufgefallen, wie viele Leute heutzutage, vor allem wie viele junge Leute, wie viele junge Leute einen überhaupt duzen. So, ja. Ja, und? Das passiert, Reini. Das kommt aber auch darauf an, so wie man Leute anspricht, so wird man auch zurück angesprochen. Wenn man die Leute anspricht mit, ey du, dann ist es unwahrscheinlich, dass sie dich dann siezen. Weil es ist Tatsache, dass man einfach viel zu oft ohne Respekt behandelt wird. Ja? Ohne Respekt und ohne Anstand und vor allem ohne Vernunft. Nun komm, Meini, ist es gut. Mach Schluss jetzt hier. Mach Haya Bubu. Guck, er geht doch auch schon. Kleiner Reini ist ganz müde. Na gut. Ich habe keine Wahl. Ich werde den Stream jetzt mal beenden. Und dann. Das heißt, beenden. Muss ich mir überlegen, was ich jetzt letzten Endes mache, weil. Ja. Es gibt keine Option. Ich werde auf der Straße schlafen müssen. Du kannst auch auf der Bank schlafen. Wieder mal. Na klar. Macht's gut. Hallo, da sind wir raus. Haben wir's durch. Puh, ein Dreiviertelstunde. Geht ja noch von der Zeit her. Ich dachte, das wird länger dauern. Ja, Leute, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Stream oder im nächsten Video wieder. Bis dahin, passt gut auf euch auf, werdet oder bleibt gesund. Ganz viel Liebe an euch. Mad Love.